Und damit herzlich willkommen. Ich bin euer Rolf und willkommen zu einer Folge von Learn to Fly 3. Ja, das ist ein Spiel auf Steam, was es irgendwie kostenlos gab. Und ich hatte das einfach mal so in meiner Bibliothek rumschwirren. Und da dachte ich mir, hey, ich nehme das mal. Und wir nehmen natürlich 5. 5 ist der am relevantesten ist. Und die Musik, die ist schon ein bisschen laut. Dann machen wir mal ungefähr so. Das passt, okay? Story: Earn money and get better upgrades to prove that penguins can make it to the space. Alles klar. Wir sind hier auf der Pinguin-NASA. Und es ist kalt und da werden Experimente durchgeführt mit diesen armen kleinen Vögeln. So was machen die. Oh ja, also wir müssen auf den Mond. Weil auf dem Mond ist es kalt. Kälter als hier. Okay. Also, das ist auf jeden Fall. Oh mein Gott, dieser Plot-Twist. Scheiße. Oh mein Gott, was passiert hier? Oh, schaut ihr euch mal an. Oh mein Gott, alle sind tot. Ich fasse es nicht. Also, hier passiert ganz schöne Action passiert hier. Ja, Professor, schau dir mal das an hier. Geht nicht, ich mache mir gerade selbst Cola oder so. Aber so können wir zum Mond. Ich schwöre, Alter. Ich schwöre. Das ist die Idee. Dafür sag ich den Nobelpreis ein und du nicht. Ja. Okay. Welcome to the hangar. Buy a launcher to get started and hit ready to take off. Okay. Launcher empty. Okay, ich habe hier mein Geld. Ich habe $10, Alter. $10. Tag 1. Empty Coil. Ja, ich habe jetzt nichts anderes. New and improved. A big spring, pretty stiff. If you know what I mean. It should take us to space. Give or take a few inches. Okay. Warte mal, maximal Lift Power. Kann ich das jetzt hier erhöhen oder wie? Sell. Okay, ich hab's gekauft. Das habe ich jetzt gekauft. Gut, das habe ich jetzt. Gut. Und wo kann ich jetzt auf Ready? Medals. Ah, hier gibt's Medaillen. Okay, das sind wahrscheinlich Achievements. Oh, das sind viele Achievements. Das sind viele Achievements, meine lieben Freunde. Options. Achso, das hatte ich ja schon. Achso, hier. Ready. Okay. Penguin Space Program. Our results so far. No data. Okay. You can drag stage. Around the we organize them in the shop. Okay. Take off. Blablabla. Special Powers habe ich keine. Back to shop. Take off. Ich würde mal sagen, nehmen wir mal einfach los, ne? Ich kann fliegen. Ich fliege durch die Welt. Okay, das war jetzt nicht so. Ah, okay, und so kriegt man dann Geld. Interessant. Ich habe $18 bekommen, Alter. $18. Yeah. Time for upgrades. Click to green arrow next to launch or click the launch itself to open the upgrade menu. Alles klar. Ich würde sagen, wir farmen erstmal ein bisschen Geld. Best. Okay, komm, das klappen wir. Und erneut heißt es: I believe I can fly. I'm gangster. I'm flying to the sky. Okay. Und da haben wir wieder unsere $17. Also jetzt waren wir einfach schlechter. Jetzt waren wir schlechter als davor. Das geht ja überhaupt nicht, Alter. Stages unlock. Stages are your main thrusters. They are automatically used one after the other, but some can be stopped by holding S down. Okay, Stages. Warte mal, siehst doch, dass ich das upgraden kann. Okay, kaufen wir mal. Dann habe ich noch $12. Kann ich das nochmal kaufen? Ne, kann ich nicht. Ich
kauf's jetzt aber mal so weit. Slingshot. Ja, nee, aber ich habe ja jetzt mein. Och, wo ist denn jetzt? Dann nehmen wir doch lieber. Wo kann ich denn jetzt? Hallo, ich würde das gern wechseln. Nein. Gut, egal, jetzt habe ich das. Egal. Ach hier, genau, das wollte ich ja haben. Das wollte ich haben. So, empty. Balloon. Blowout the Space Program, create Balloon. Upgrade. Okay. Total Weight 3,1. Okay. Ready. For ready, ready, ready. Hier sind unsere Tage soweit. You get bonus points and new items every time you complete a game in story. Classic or Payload. Alles klar, du kleiner Fritz. Los geht's. Hier geht's wieder ab. Was ist das? Ich will's haben. Alter, gib her. Ah, Vogel. Okay. Nice. Super. Jetzt haben wir Boost bekommen. Bla bla bla. Special Perks. Was haben wir denn hier? Auxiliary Rockets. Treasure Rate Gas. Nehmen wir mal bitte. Jetzt haben wir aber kaum Geld mehr. Ach schon. Ready. Mal sehen, wie weit wir jetzt fliegen. 2453. Das wird schon noch. Das wird Hand und Fuß haben. Das sei ich. So, jetzt schau ich mal den stattlichen Pinguin, Alter. Kommt seine Klöten hier rausgeschossen. Okay, und jetzt fliegt er nochmal damit ein bisschen rum, aber das war's noch schon. Aber was ist das für ein Papierflieger? Was passiert, wenn wir diesen Papierflieger kriegen? 10 plus 10 BP, nice. $49, das ist annehmbar. Würde mal sagen, Bodies unlock. Bodies affect your top speed and number of slots open. You can get up to 4 stages and 4 boosts depending on your body. Alles klar. Body Trash Can Crate. Wir nehmen mal gleich das teurere und leveln zum 1 auf. Keul leveln wir uns 1 auf und sonst kann ich hier nichts weiter aufleveln. Dann ready. Nächster Versuch. Take off. Und dieses Mal. Lol. Ach man, das sieht so niedlich aus. So. Flieg! Oh mein Gott! Ich will den Drachen haben! Ich will den Drachen haben! Nein! So, was passiert jetzt mit diesen Dings? Oh mein Gott, wir fliegen auf den Drachen runter! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wir sind im Weltraum! Oh mein Gott! Hä? Okay. Okay, wir sind dann noch nicht ganz im Weltraum gewesen. $59, das lässt sich doch sehen. So, warte mal, warte mal, warte mal. User Deeds, okay, man hat eine Sardine. Wir sind bei Tag 6, soweit jetzt schon mal als kleinen ersten Einblick von diesem Spiel. Werd vielleicht noch ein paar Parts bringen. Und damit würde ich sagen, das war's dann auch mit dem heutigen Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin Rolf TV. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann fickt euch aufs Knie. Nein, nein. Nein, Shadow, du bist kein Arschloch. Wer sagt denn sowas? Nein, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein. Hoch das Bein.